Freitag, 9.11 Uhr und wie herrlich ist das? Die Sonne im Rücken, der blaue Himmel und wieder mit einer kurzen Hosen draußen im Freien. Guten Morgen Österreich, recht herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Bewegungseinheit. Und am Freitag steht immer alles ein bisschen im Zeichen von flotterem Spazierengehen, Nordic Walken, Laufen, Joggen, wie auch immer. Da machen wir heute ganz spezielle Übungen, damit wir auch richtig fit sind. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit der ersten Übung hinein, die folgendermaßen beginnt. Und zwar, indem wir zunächst einmal drauf schauen, wie immer, dass die Körperspannung da ist, ja, und dann einfach nur mal hier unser Sprunggelenk mobilisieren. Das heißt, wir heben die Ferse nach oben, ziehen diese an, rollen schön über den Fußballen. Genau, ganz locker mal. Das ist der Einstieg am heutigen Freitag. Wir setzen unser Lächeln auf. Wie kann es denn anders sein bei so einem Wetter wie heute? Unpackbar. Also wirklich da drauf einmal schauen. Richtig schön abrollen. Da spüren wir es auch gleich, gell? Hinten in der Wadenmuskulatur. Das ist gut so. Und wie gesagt, koordinative Geschichten und diese Dinge, die wir machen, das ist auch Verletzungsprophylaxe beim Spazierengehen, beim Wandern, damit wir nicht so leicht stolpern, ja, und so soll es sein. So, wir ziehen schön nach oben. Ja, sehr gut. Können jetzt schon mal unsere Arme mitnehmen, auch die schwingen locker mit. Lasst euch Zeit, easy going, sage ich nur. Ja, sehr schön. Können wir euch ein bisschen flotter werden mit der Bewegungsgröße her. Genau, und jetzt heben wir dann auch schon die Beine an, nehmen die Arme mit. Das heißt, die Arme schwingen wirklich schön. Das heißt, wir haben praktisch rechtes Knie, linke Handfläche, wie beim Gehen. Natürliches Bewegungsmuster. Genau, und da fangen wir schon langsam an. Die Fortgeschrittenen machen das gleich ein bisschen flotter, intensiver. Aber da gehen wir schon spazieren. Ja, herrlich ist. Wochenende, gell? Schön, Bahn draußen in der Natur. Und ich finde es so schön, wenn du da spazieren gehst, laufen wir immer, die Vögel zwitschern, der Bärlauch duftet immer noch herrlich. So, wir werden ein bisschen schneller, genau, und da walken wir schon dahin. Und währenddessen wir hier gehen, schauen wir uns das erste Beatle an, das hat mir der Werner geschickt. Der hat mir geschrieben, er ist Krebspatient, aber die Edith, die hat ihm das Ganze empfohlen und er sagt, es macht extrem viel Spaß und er ist top motiviert. Jawohl, Werner, dranbleiben, genauso ist, super, jawohl. So Herrschaften, und jetzt gehen wir schön langsam über, wir versuchen zu laufen, versucht einmal Einsteiger langsam, ja, fortgeschritten ein bisschen flotter und die Profis geben richtig Gas, damit wir gescheit aufwärmt sind. Und dann laufen wir schon. Geht schon, komm. Ja, keep on running. Ja, baby. Jawohl, geht schon. Dann bleiben wir dran. Und da reden wir schon. Ich liebe dieses Wetter. Endlich ist er da. Das Sommer, oder? Schauen wir mal. Und jetzt versuchen wir noch ein bisschen flotter zu werden. Das Tempo zu erhöhen. Geht schon, komm. Versucht so schnell wie möglich. Und wenn das euer schnellstes Tempo ist, ist auch okay. Wenn ihr eine Pause benötigt, ja. Alles in Ordnung, auch Pausen können ruhig gemacht werden. Wir machen die Übungen nur so gut es geht. Sehr schön. So, nächste Geschichte, die wir machen. Und zwar, aufpassen, ja, wir haben jetzt, ich stelle mir seitlich hin, wir beginnen mit dem Kniehub, ja, Kniehub, setzen ab und dann fersen wir an. Zack, also Knie nach oben ziehen, so gut es geht, und anfersen mit dem anderen Bein. Kann man sie anhalten, wie auch immer, so, so oder höher. Und anfersen. Das versucht jetzt einmal. Ich komme wieder zu euch. Ja, also nur Kniehub, anfersen. Sehr schön. Entweder anhalten oder mitgehen mit der Bewegung. Das heißt, wir haben wieder praktisch das rechte Knie in meinem Fall, die linke Handfläche. Und dann soll das Ganze fließen. Sehr schön. Ein bisschen was Koordinatives. Und da haben wir gesagt, Koordination ist Verletzungsprophylaxe. Sehr schön. Nach oben ziehen. Ich wandere mal seitlich hin, damit man es auch schön sieht. Also nach oben, zack, und anfersen. Sehr schön, Körperspannung, die ist da. Super geht es. Ausgezeichnet. Und nach oben. Jawohl. Sehr schön. Unser Hüftbeuger, den brauchen wir immer wieder. Kräftigung vorderer Oberschenkel. Ja, super. So, und jetzt da, beim nächsten Schritt, wechseln wir. Das heißt, wir ziehen jetzt praktisch das linke Knie in meinem Fall nach oben oder bei euch das rechte, wie auch immer. Abstellen und anfersen. Gleiches Prozedere, nur Seitenwechsel. Ja, also wieder linkes Knie, in meinem Fall rechts anfersen. Schauen, dass wir da wirklich schön nach oben ziehen. Einsteiger, fortgeschrittene Profis und anfersen. Ja, das sind diese koordinativen Übungen, die man normalerweise allein nicht macht. Die bringen aber extrem viel. Versucht es einmal. Wenn ihr zum Beispiel jetzt nachher laufen geht, ihr werdet merken, das rennt einfach anders. Ja? Schön nach oben ziehen.
Ja, dann haben wir auch, apropos Rent, die sind super fleißig, weil wir ein Foto bekommen vom Robert, und zwar die Oberschule aus Vaduz, aus dem Fürstentum Liechtenstein, da haben wir schon, die 1b, einen wunderschönen guten Morgen, auch die turnen fleißig mit, super. Und wir ziehen nach oben, sehr schön, nach oben ziehen, jawohl. Kann man im Rhythmus machen oder auch langsamer beginnen, Hauptsache wir machen es gescheit, unser Techniktraining. So, ganz kurz ausschütteln, nächster Schritt. Wir haben wieder unseren Kniehub, das heißt, ich gehe wieder rechts Kniehub, zack, wir setzen ab und links die Ferse. Ja? Also Kniehub, links die Ferse. Wir ziehen wieder mit der Handfläche, mit dem Knie nach oben, also linke Handfläche, rechtes Knie nach oben, stellen ab, zack und Ferse. Eins, zwei, drei. Jawohl, so ist gut. Ja? So, und die Fortgeschrittenen unter uns, die machen dann Folgendes. Das heißt, nachdem wir hier abgedrückt haben, also Ferse, drücken wir uns ab. Ich stelle mir so seitlich hin, dass man sieht vielleicht oder so, ich glaube sogar besser, ja, richtig schön da über den Fußball nach oben abdrücken. Ja. Zieh nach oben, linke Hand, rechtes Knie in dem Fall. Sehr schön. Also nach oben ziehen, zack. Und dann wieder abstellen. Und das lassen wir dann fließen. Natürlich nur dort, wo es geht. Ja. Die Einsteiger oder die älteren Damen und Herren machen ganz normal diese Geschichte. Knie nach oben ziehen, Ferse, und die Fortgeschrittenen, die ziehen richtig schön nach oben. Ja, super. Nach oben ziehen. Ja, sehr schön. Und Ferse abdrücken, nach oben. Ihr könnt euch auch anhalten, sage immer wieder dazu. Ja. Ferse, schaut mal, wie geht's mir? Ah, super, Knie geht schon weiter nach oben. Wieder probieren, noch ein Stückchen weiter. Aber die Körperspannung, die ist da. Sehr schön. Und da geht noch zwei und eins. Okay, und jetzt wechseln wir die Position. Das heißt, wir haben jetzt linkes Knie, rechte Ferse, linkes Knie, rechte Ferse und auch da wieder linkes Knie, rechte Handfläche. Ja. Genau, und jetzt ziehen wir schön nach oben. Und auch da wieder können wir uns abdrücken. Sehr gut. Jawohl. Da kräftigt man nicht nur die Wadenmuskulatur, sondern auch den vorderen Schienbeinmuskel haben wir damit dabei, wenn wir uns da abdrücken. Super. Ja, genau. Sehr gut machst du das, ja. Und das sind halt diese Übungen, die wir brauchen. Ihr werdet sehen, das Bewegungsmuster wird sich einfach ändern. Ihr geht es einfach, das fließt viel besser, ja. Ja, genau, hoppala, schaut her. Genau. Trotzdem auf die Qualität achten und die Sonne scheint. Und damit geht's noch nach oben ziehen. Jawohl. So, nächster Schritt, Bewegungsmuster, haben wir schon gesagt. Und zwar, wir stellen uns vor, wir steigen über ein Hindernis drüber, nach vorne drüber steigen. Und wir steigen über das Hindernis wieder retour. Ja? Jetzt machen wir jetzt einmal Arme links, einmal rechts. Vorsteigen, wieder retour steigen. Also wieder nach vorne steigen. Ja? Und rüber zurücksteigen. Immer wieder drüber steigen. Auch beim nach hinten zurücksteigen. Fortgeschrittene können da weiter nach vorgehen. Ja? Haben schon fast einen Ausfallschritt mit dabei. Wichtig ist nur gescheit abdrücken und auch beim Retour wieder drüber zu steigen. Ja? Das ist eure Bewegung jetzt einmal. Drüber steigen. Zurücksteigen. Ja? So, dann gibt es natürlich noch die Variante, dass wir seitlich drüber steigen. Das heißt, wir heben an, steigen auch seitlich drüber. Ja? Und wieder retour. Anheben, seitlich drüber steigen und wieder retour. Ja? Und auch das geht natürlich dann extremer und weiter. Ja? Sehr schön. Super. Ja? Also rübersteigen, wieder drüber steigen beim Zurück. Andere Seite. So, jetzt sind wir mal eingegruft und jetzt geht's. Ans Eingemachte. Und zwar, koordinativ, wir machen jetzt, wir steigen nach vorne drüber, steigen wieder retour und mit dem anderen Bein steigen wir seitlich drüber und wieder retour. Und das heißt, anderes Bein jetzt nach vorne, ja, wieder retour steigen und seitlich drüber steigen. Ja, und jetzt kommt wieder das rechte natürlich, wir steigen nach vorne, steigen retour und jetzt das andere Bein seitlich drüber steigen. Wieder retour und das linke bleibt aber, wir steigen wieder nach vorne drüber und wieder zurück. Sehr gut, so ist die Geschichte. Also, drüber steigen, zunächst einmal seitlich drüber steigen, zack, ja, drüber steigen nach vorne, gar nicht so leicht und seitlich drüber steigen, ja. So ist die Geschichte und wie gesagt, da könnt jetzt ihr natürlich variieren. Das heißt, wir können auch da weiter nach vorne gehen, zack, und auch da seitlich viel größer werden von der Bewegung, ja. Und auch da wieder nach vorne steigen,
Ja, ich muss jetzt auch schon drüber nachdenken, über die Schrittreihenfolge, gar nicht so leicht. Vorne drüber steigen, zurück, ja, seitlich, sehr schön, super. Ja, da muss man schon mitdenken, gell? Gar nicht so easy, so soll es aber sein. Und einmal nach vorne, zurück, rechts und das andere Bein machen wir auch noch, heb noch einmal an, vorne, retour, Seite, retour, super. Sehr gut, hat tadellos funktioniert. So, Herrschaften, jetzt geht's an die Kniebeuge. Die sieht heute folgendermaßen aus. Ja? Und zwar, wie immer, schauen, dass wir ungefähr schulterbreit stehen. Leichte Grätsche. So, jetzt gehen wir mit dem Gesäß nach unten. Nach unten, achten drauf. Bauchnabel zieht wie immer nach innen zur Wirbelsäule, Herrschaften. Nicht nach vorne neigen, genau. So, dann schieben wir das Gesäß nach oben. Und wenn wir oben sind, versuchen wir praktisch mit unseren Ellbogen immer das gegenüberliegende Knie zu berühren. Ja? Also, eins, zwei, drei. Sehr gut. Und da bleiben wir schon dran. Geht schon. Eins, zwei, drei. Und nach unten. Und geht schon. Und dranbleiben. Gehen wir. Und dann machen wir jetzt noch sechs gemeinsam, was so schön ist. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Und einen machen wir noch, geht schon. Jetzt gehen wir noch einmal nach unten, ein bisschen weiter vielleicht als zuvor, nach unten. Ihr kennt das schon genau, wir halten die Position. Wir halten kurz, ja. Auch wenn es brennt in die Schenkel, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, jawohl. Und jetzt schieben wir schön übers Gesäß nach oben. Sehr schön, und Arme geht's, Arme einmal, zweimal. Super. Fuß am Hammer. So, nächste Übung. Wir schauen, dass wir wieder schulterbreit stehen, ja. Jetzt gehen wir leicht in die Knie. Und jetzt bewegen wir praktisch unseren Oberkörper nach vorne, Arme zur Seite und richten uns wieder auf. Gehen nach unten, ja, ja, Arme nach unten und richten uns wieder auf. Ja. Dabei ist wichtig wieder, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Ja. Wir schauen, dass wir nach vorne gehen, wie gut geht's. Ja. Nicht, dass wir da so einknicken, sondern wirklich Körperspannung ist da. Zack, dann sind wir da, Arme zur Seite, kommen nach oben, gehen wieder nach vorne, Arme hängen nach unten und wir gehen wieder hinauf. Sehr schön. Und da bleiben wir dran. Ketcher, komm. Sehr gut. Jawohl. Unser Rücken, den brauchen wir. Ja. Sehr schön. Und wieder nach oben. Und wieder nach unten. Ja. Nach unten, Seite, nach oben, wieder nach vorne, Arme nach unten. Und wir kommen nach oben. Und einmal geht's noch, weil es so schön ist. Seite, oben, Seite, bam. Und wir kommen nach oben. Sehr schön, ja. Und eine haben wir noch, die möchte ich kurz herzeigen. Aber zuvor gehen wir in unsere Position. Und zwar, da ist sie schon, die Frieda. Die zeigen wir kurz her. Die Frieda, das hat mir der Erwin aus Tirol geschickt, aus Kufstein. Das ist sein Stiefmütterchen. Und die hat so viel Freude bei der Geschichte. Bitte schaut euch das an mit dem Rollator. Geht schon, komm, wir machen die nächste Übung. Wieder zurück zu mir. So, wir sind da. Jetzt habt ihr eine kurze Pause gehabt zum Erholen. Und jetzt leicht in den Knien. Und jetzt ziehen wir praktisch mit unseren Armen seitlich nach oben. Das heißt, wir haben unseren Butterfly da. Ja? Schön nach oben ziehen. Körperspannung, die ist da. Jawohl, super. Nach oben ziehen, nach oben. Ja. Und die Damen und Herren, die sagen, sie brauchen ein bisschen Gewicht. Auch das geht. Und dann machen wir schon Butterfly. Ja, super. Und übrigens, die Frieda, habt ihr das gesehen? Die hat den Rollator daneben stehen. Die versucht wirklich ihr Bestes. Und Herrschaften, das sollte unser Ziel sein. So lange wie möglich mobil zu sein, ohne fremde Unterstützung. Deswegen bleiben wir dran. Ja. Und gehen wir, komm. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und noch. Super. Hammer, oder? Ist das angenehm? Wie geht es euch heute am Freitag so? Alles gut, die Flaschen stehen wir weg. Freitag ist ein bisschen gemütlicher jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt hinein in die Cooldown-Phase. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Und zwar, wir stellen ein Bein hinter das andere. Das heißt, das Bein, das da hinten steht, geht in der Verlängerung mit unserem Arm. Ja, das heißt, wir haben da praktisch so ein C. Und da beginnen wir jetzt richtig schön zu dehnen. Also da schaut es genau hineindrücken. Jawohl. Super war's. Tolle Woche, Woche Nummer 60. Herrlich. Das sind diese kleinen Basics, genau. So, jetzt wechseln wir das Bein natürlich. Stehen das andere hintere. Ja. Und genau die,
damit bleiben wir wirklich fit. Und dann geht es halt noch eure sportlichen Aktivitäten ausüben. Golfen, Tennis spielen, Nordic Walken, Wandern, Fitnesscenter, wie auch immer. Und das Schöne ist, dass mir die Menschen hier erzählen und schreiben, wie gut ihnen die Übungen tun und vor allem, welche Verbesserungen sie in ihrer eigenen persönlichen Sportart merken. Wie zum Beispiel die Golfer haben gesagt, super, Mördertraining. Okay, so, wir kommen zur Mitte, das war's. Ich hoffe, dass das Wetter hinhaut bei euch, egal wo ihr seid. Geht's raus in die frische Luft, macht vielleicht die eine oder andere Übung, die wir heute ausgeübt haben, auch draußen beim Spazierengehen, von der einen zur anderen Laterne, ja. Knie ein bisschen höher nach oben ziehen und wie immer natürlich trinken, denn die Zelle, die muss schwimmen.